So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Go. Ja, nicht nur wir sind zurück, Adi ist auch zurück. Aber solange am Fenster sitzt, ist alles gut. Die Abenteuerwoche ist vorbei und wir wollen heute ein paar Shinies entwickeln. Das vergesse ich nämlich jedes Mal zum Ende des Events. Und es sind ja auch schon wieder die neuen Shinies angekündigt, beziehungsweise gab es ja hier von Go Games, die haben das nochmal berichtet. Das finde ich schön, die haben immer gleich ein Bild dazu, da ist das alles anschaulich. Niantic bestätigt Shiny Sepa, denn ihr wisst ja alle, das Pokémon Go Fest in Chicago startet heute, geht heute los am Donnerstag. In Dortmund ist es ja auch so, dass am Donnerstag der erste Tag ist. Und deshalb wird es ab 13. Juni heute ab 18 Uhr Shiny Sepa weltweit geben. Das wird also released und in dem Zusammenhang auch vermehrt Sepa-Spawns. Also viel Glück natürlich, dass ihr einen Shiny Sepa bekommt, beziehungsweise bräuchtet ihr ja 3 Stück, wenn ihr die ganze Familie haben wollt. Ihr habt ja dann noch Seemon und Seedraking, die ihr alle durchentwickeln könnt. Und das sieht wenigstens mal wieder ein bisschen anders aus. Sonst gibt es ja immer nur rosa oder grün. Naja gut, das ist im Prinzip auch grün. Oder türkis oder was das da sein soll. Aber egal, wir schieben das mal hier weg und wir gucken jetzt mal rein. Bei der Abenteuerwoche selber habe ich ja, glaube ich, einen 98er Onyx bekommen, ungefähr 6 Millionen Erfahrungspunkte gemacht. Da ging es sicherlich noch mehr. Wie gesagt, manche schaffen in einer Woche 20 Millionen und machen einfach Level 1 auf Level 40. Wir haben es ein bisschen ruhiger angehen lassen, haben uns auch auf die Shinies konzentriert und wir wollen jetzt hier mal suchen. Da haben wir nämlich noch 3 Anorith übrig. 4 Stück habe ich insgesamt gehabt. Da das kleinste, das mittlere und das größte. Und das größte von den Anoriden wollen wir jetzt einfach mal entwickeln, dass wir da den Eintrag haben. Ich sammle nämlich immer die ganzen Shinies und die habe ich dann immer alle im Beutel und denke mal, naja, einfach so entwickeln, dann mache ich lieber ein Video dazu, aber extra ein Video, um ein einzelnes zu entwickeln, ist ja auch sinnlos, ja. Jetzt haben wir wenigstens ein Thema, die Abenteuerwoche ist um und es gab 3 Stück und dann lohnt sich das, diese 3 Einträge zu machen. Ihr seht hier Amaldo mit 2250. Ist ganz gut. Ach, dein Punkt. Sein Angriff ist seine beste. Ja, wirklich hoch. Da geht noch was. 232 Bonbons sind noch übrig und die musste man ja auch permanent entwickeln für die Onyx-Aufgabe, für die Onyx-Quest. Da habe ich schon schwarz gesehen, dass ich irgendwann keine Onyx-Quests mehr machen kann, weil ich einfach keine Bonbons mehr habe, weil ich damals auch schon immer alles entwickelt habe. Jetzt also hier aber ein Shiny Amaldo dabei. Dann Lilliep habe ich selber ja nicht bekommen, musste ich mir rübertauschen und den ersten Tausch, den ich mir rübergetauscht habe, ist natürlich wieder Lucky geworden, leider Gottes. Das zweite ist zum Glück so geblieben, das sieht man wenigstens, guck doch mal, das sieht viel schöner aus, wenn das nicht diesen ekligen Hintergrund hat, so kommt das Shiny einfach viel besser durch und das Funkeln. Hier ist so viel, da geht alles unter, trotzdem ist das ein 98er geworden, kann es im Kampf mit allen aufnehmen, KP, Angriff, beste, die ich je gesehen habe. Ich habe die 98er aber wieder weggemacht, damit ich da den Punkt dran machen kann, dass wir das gleich hier haben, zum Entwickeln. Und ja, das wollen wir jetzt auch mal durchentwickeln und vielleicht, wenn es dann größer ist, stört der Hintergrund auch nicht mehr so. Also Lilliep zu, ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt, aber wenn wir den Punkt wegmachen, sehen wir es ja dann natürlich. Lenkt einen immer ab. Das ist auf jeden Fall das zweite und ihr seht, das eine ist rot, das andere ist rot. Irgendwie alles in so einem Rotton gehalten, die Weiterentwicklungen und ja gut, sieht trotzdem immer noch kacke aus irgendwie. Wir machen aber trotzdem mal den Punkt weg, dann können wir nochmal genau sehen. Es ist nämlich ein Wheelie. Wheelie kenne ich nur vom BMX oder so oder vom Skaten, wenn man einen Wheelie gemacht hat. Aber ansonsten trotzdem ein 98er. Im Beutel sieht das ja gut aus, wenn man es nicht gerade groß macht. Und jetzt bin ich gespannt, weil das krasseste und beste, wo ich sogar finde, dass die normale Form, also das, viel besser aussieht als das entwickelte. Denn dieses grüne Bronze, nicht Bronze, dieses verwitterte von diesem Onyx, wenn das wirklich, also das sieht so genial aus, finde ich. Viel besser als dieses ausgeblichene Gold, was das Stalos dann hat. Das aber auch das Beste und das Höchste, nämlich auf Level 35, kann es im Kampf mit allen aufnehmen. Angriff Beste, Angriff auf 15 sogar. Das wollen wir jetzt auch mal entwickeln mit dem Metallmantel. 50 Bonbons hauen wir raus und basteln uns ein Shiny Stalos. Da sind wir ja gespannt.
Es kann ja sein, dass irgendwann nochmal die Mega-Entwicklungen kommen, denn ein Mega-Stalos gibt es ja im Prinzip auch, was einfach noch brutaler aussieht als das normale Stalos, weil Stalos selber kann an sich ja trotzdem nichts. Das kommt ja gerade mal auf 2400 oder so. 2200 hat es jetzt auf Level 35. Ja, sieht vielleicht ganz cool aus, aber irgendwie finde ich das Onyx irgendwie besser. Weiß ich nicht, das Onyx gefällt mir einfach viel mehr. Wie ihr hier seht, guckt euch das doch mal an. Das ist richtig cool. Und da sind auch noch ein paar da, zwei noch zum Tauschen oder eins, je nachdem. Wer noch keins hat, der könnte also mit mir noch eins traden oder wir machen mal ein Lucky Onyx, weil das eben ein cooles Pokémon ist. Da würde ich sogar drauf anlegen, denn das Stalos dann mit goldenen Hintergrund als goldenes Pokémon, das passt vielleicht sogar wieder. Das war's aber jetzt hiervon. Da oben geht noch ein Fünfer auf. Ach, und da geht noch einer auf, noch zwei Fünfer. Mal gucken, ich werde mich vielleicht dann rausbegeben, noch ein paar Raids machen oder so. Cresselia ist ja immer noch da. Gestern war auch die legendäre Raid-Stunde. Wieder mal, wir haben gemütlich drei Raids gemacht in der halben Stunde, sind da von Raid zu Raid gelaufen, haben dann noch eine halbe Stunde übrig gehabt, haben uns dann aber wieder zertrennt, weil ich habe noch ein zweites Shiny bekommen gestern. Was will man mehr? Und ja, habt ihr gestern die legendäre Raid-Stunde mitgemacht und wie sieht eure Ausbeute aus natürlich von der Abenteuerwoche? Habt ihr dazu geschlagen? Habt ihr von jedem Shiny eins bekommen oder konntet euch was ertauschen oder habt was gebrütet oder aus der Quest bekommen oder wild gefangen? Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare und ja, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.